der letzten Episode von Lucius 2. Hose. Guck mal, deine... Was war das denn? Da dachten sie so, oh, guck mal, da liegt ja so da auf dem Boden. Laufen wir mal hin. Oh, ich bin ausgerutscht. Was war das denn für ein Move? Bist du irgendwie dumm? Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Lucius 2 The Prophecy. Ich bin Lil Compass Brian oder einfach nur Yannick und beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Und jetzt wollen wir natürlich ohne Umschweife auch gleich weitermachen und weiter nach unten gehen in den dritten Flur, wo wir jetzt ja schon sind. Wir gehen ja immer weiter tiefer runter und unsere Aufgaben jetzt sind Info and Key, Lab 2 und Ludlow Man. Also vielleicht lernen wir heute dann auch endlich mal was über den guten alten Ludlow Man kennen. Ihr habt auch schon oft in den Kommentaren geschrieben, zum einen, dass ihr euch sehr freut über dieses Spiel. Was ich unglaublich cool finde. Und zum anderen, dass auch das... Too far away. So. Zum anderen, dass der Part gestern, der dritte Part, ein wenig asynchron war. Tut mir leid deswegen, aber wenn ich in so eine Sequenz gehe, dann bricht die Aufnahme oft mal ab und macht neue, fängt sie wieder an. Das ist manchmal ein wenig blöd. Okay, he looks like he's having some headaches, just waiting for diagnosis. Okay. Okay. Info and Key. Insulin. To call from this you require money. Okay. Was gibt's da denn sonst noch so für Infos, die wir hier benötigen können? Der hat auf jeden Fall Schlüssel. Und ihr habt auch schon gesagt, dass die roten Dings immer dementsprechend halt verboten sind. Da sollte ich dann halt nicht hingehen, weil das dann doch auffallen würde. Die Frage ist jetzt natürlich, hier ist was Rotes. Ich meine, wie wollen wir das jetzt am besten dann machen? Hier sind auch eine Menge Menschen, die halt aufpassen können und irgendwie einen sehen können. Hier ist natürlich jetzt was, wo wir einen reinlegen können. Hey, what's up? Hi. Ich meine, die Panik wäre ziemlich groß, wenn ich jetzt einfach einen hier reinlaufen lassen würde. Das wäre kompletter Schwachsinn. Okay, die zu kriegen, ohne irgendwie nur eine Suspicion zu bekommen, ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Obwohl, wir benötigen die Keys dann wahrscheinlich auch einfach, ne? Welcher Key ist das? 9221. Weil ich frage mich gerade, wenn ich den jetzt ja benutzen kann, ich kann ja mit dem rumlaufen. Und das ist dann ja jedem egal. Ich meine, der läuft jetzt einfach so ein bisschen rum. Und er kann doch jetzt auch theoretisch... Verdammt, er kann nicht theoretisch die Dings aufmachen. Schade. Dann wird das nämlich wirklich jetzt ziemlich schwierig. Ei, Karamba. Genau solche Geräusche mache ich auch beim Trainieren. Aber sowas von. So, ich muss auch mal wieder nebenbei auf meine Uhr gucken, wie lange ich denn noch aufnehme. Was geht denn bei euch ab? Ich habe keine Eltern. Geh weg. Guck mal, hier kann ich zum Beispiel auch reingehen. Auch wenn da steht Employees Only, kann ich hier doch trotzdem reingehen. Seht ihr? Hier kann ich jetzt einfach überall mich umschauen. Hier liegt auch eine Menge Geld rum. Und warum ist gerade eigentlich die Musik im Hintergrund so berauschend laut? Ist echt interessant. Ist das normal? Sound. Music. Weiß ich nicht. Ist ja doch irgendwie ein wenig ohrenbetäubend quasi. Was geht hier ab? Kind of food. Ich hätte halt gern mal wieder irgendwie die Möglichkeit, einen zu vergiften, weil das ist aber ziemlich easy. Das ist nicht unbedingt so, dass es halt sofort auffällt. Hallo Kollege. Ah, hallo. Können wir da jetzt vielleicht das hier benutzen? So, und wenn wir da jetzt in das Sprenkler-System zum Beispiel eine Flammable Can reinschmeißen. Können wir das? Ich weiß es nicht. Was kann ich da denn reinschmeißen? Vielleicht auch ein explosiver Kanister? Nein. Was kann man denn sowas wohl reinschmeißen? Water's running inside and something can be added to water from here.
Ach so, also man kann da doch was anderes wie Wasser reinschmeißen. Zum Beispiel. Naja. Slippery zum Beispiel. Oh, das wollte ich nicht. Hallo? Ach, ist der auch leer? Der Kasten? Ne, der ist doch equip. Ah, mit links klicke ich das. Das Ding ist, ich kann das jetzt nicht so da rein modifizieren. Na, 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 na. Das Problem, was wir hier gerade halt einfach haben, ist... A guy waiting for a slap results. He is carrying some sort... Warte, du wartest auf deine Resultate? Ja, vielleicht ist es auch immer ein bisschen auffällig, wenn man plötzlich so ein Ding fliegen lässt. Tut mir leid, war vielleicht ein bisschen komisch. Ich brauche von dir Schlüssel. Wie kriege ich die am einfachsten? Das ist die Frage. Ich habe halt wirklich nichts, was einen so, sag ich mal, sofort umhaut. Das ist das Problem. Gibt es da hinten irgendwas, was einen... Man könnte das Fenster da hinten kaputt machen. Aber wenn ich das equippe... Oh Gott. Ich schmeiße jetzt natürlich viel rum, was vielleicht gar nicht mal so gut ist. Och komm! Die Flugbahn hat gesagt, dass das funktioniert. Das gibt's doch nicht. Bin ich jetzt irgendwie zu blöd dafür? So. Wir haben das Fenster aufgebrochen. Ihm ist das anscheinend komplett schnurz. Aber wenn wir jetzt eventuell... Ach, Mano. Ihm da was hinschmeißen. Bisschen Money. Den dann vielleicht sogar benutzen. Können wir jetzt einfach den auch benutzen, dass er sagt, yo, ich springe aus dem Fenster. Aber der soll ja nicht aus dem Fenster springen eigentlich. Was geht denn hier eigentlich alles ab? Der sieht da jetzt Geld. Denkt sich, geil, Geld. Der hat jetzt Geld genommen. Wir könnten ihn halt auch... das ist alles ziemlich schwierig. Ich bin halt ein bisschen aufgeschmissen, muss ich zugeben. Das Ding ist, hier kann man halt Sachen modifizieren. Da kann man was reinschmeißen. Um das zu modifizieren... Das ist... Ich weiß nicht genau, wie das geht. Pipes are connected to lab and fire will trigger the system. Also vielleicht doch das. Nee. Nee. Kann dann ja auch nicht sein. Was geht denn hier noch so ab? Ich meine, oh! Hallo! Da ist das Sprenklersystem jetzt. Seht ihr, da sehen wir jetzt auch das erste Mal das Sprenklersystem. Und das Feuersprenkler. Ja, super. Jetzt kann ich es wahrscheinlich erst wirklich benutzen. Ich Genius. Miss Gonzalez, is results ready yet? No, we gotta wait a little longer still. Hello? And you're by the way, are you coming to my party tomorrow? What are you doing here, son? Redet durch alle gleichzeitig. So, und da kann ich jetzt Sachen modifizieren. Aber wenn ich das jetzt hier benutze, kann ich das jetzt natürlich nicht hier reinschmeißen. Ich weiß halt nicht, was man... Water is running inside and something can be added to water from here. Also da kann was hinzugefügt werden. Zum Beispiel halt irgendein Gift oder sowas. Sowas zum Beispiel. Nämlich Acid. Und meine Damen und Herren, Acid ist, wie viele wissen... Säure. Und jetzt warten wir nur noch, dass der Sprengler gleich losgeht. Und you have put acid inside. The main sprinkler water supply is now filled with acid water. Das heißt, wir müssen es jetzt nur noch schaffen, irgendwie ein Feuer auszulösen. Hey, you're not supposed to be here. Wie lösen wir hier ein Feuer aus? Damit.
oder damit? Damit am ehesten. Aber das Feuer muss ja nicht hier sein, sondern da hinten. Ach, guck mal, hier ist auf jeden Fall eine... Maybe you will find a prescription for something more fatal. Oh, um Gottes Willen. Okay, hier kann man jetzt Sachen wählen. Ich wusste nicht, welche Nummer ich wählen soll. Deswegen belassen wir es erstmal dabei. Wenn ich jetzt eine Flammable Can einfach da irgendwo reinschmeiße. Die geht ja noch nicht hoch alleine. Jesus Christ. Da oben ist auch ein Air Duct. Können wir da irgendwie was mitmachen? Also ich muss zusagen, für die Leute, die halt jetzt immer sagen, ja, das Spiel ist viel zu einfach, man muss immer wieder nur das Gleiche machen. Manchmal muss man halt doch noch, also viele sagen auch, dass man dieses Spiel einfach total stumpf durchspielen kann. Indem man halt immer wieder das Gleiche macht, was überhaupt nicht schwer ist. Aber doch, das ist ganz schön schwer. Manchmal. Wir nehmen uns jetzt erstmal diese ganzen Test-Sachen hier mit. Am einfachsten würde es halt gehen, wenn wir hier eine Can haben. Hallo? Ja. Ich hab doch gar nichts mehr in der Hand. Oh, diese Trolleys sind so kacke. Die fahren einem oft ganz schön weit hinterher. Wo man das gar nicht will. Wenn ich da jetzt eine Flammable Can gegenwerfe. Oder ein Explosive Canister. Oh oh. Hat nicht ganz so funktioniert. Ist gar nicht mal so einfach, wie viele das sich so vorstellen. Und letztendlich habe ich es doch irgendwie hinbekommen. Oh Gott, die Panik ist jetzt aber auf volle Pulle. Oops, my bad. Could it be a triple kill? Oh, ein Triple Kill war das? Dann will ich ja mal nichts sagen, aber ich glaube, das war doch ganz schön gut. Ja, die Panik war jetzt hier gerade natürlich ziemlich groß. Aber wen juckt's? So, find info about father. Lucius found his father's blood work. They had the room number on him, and it was on the second floor. Okay, wir haben jetzt gerade einfach mal kurzerhand die letzte Mission, die wir hier auf dem Plan haben, zuerst gemacht. Sowas kann ich immer super. Ihr kennt das ja schon. Warte, irgendwer wartet doch noch auf seine Diagnose. Und da war doch eine Diagnose, die hier rumlag. Da. Modify. Warum bist du eigentlich hier? Was machst du hier? Warum störst du mich? Vibe. Wenn wir halt auch wüssten, welche Nummer hier zum Beispiel wäre. Und hier lag auch ja irgendwo eine Diagnose, die habe ich jetzt ein bisschen irgendwie weggeschmissen, ne? Da! Wenn wir die jetzt mitnehmen, können wir die irgendwie benutzen, um das zu modifizieren? Wir werden mal eben schauen. So. Type 1 Diabetes. Und der hat jetzt Insulin verschrieben bekommen. Okay. Ah, die reden jetzt miteinander. Please follow me through the double doors and wait for me in the room 305. Das Ding ist, wir haben halt immer noch nicht den Schlüssel und das ist eigentlich schon ziemlich traurig. Verdammt. Ich muss von diesem Typen hier irgendwie wegkommen. Was ist das jetzt? Filled with compound that will explode violently when broken.
Naja, wir könnten jetzt natürlich eine extreme Explosion auslösen. Aber das würde ja einfach mal alle hier zum Panikmachen rausbringen. Alleine der sieht jetzt auch die ganzen Leichen da. Okay, der will den... Na gut, wir müssen das tun. Moment. Okay, wir leveln hier gerade komplett ab. Wir haben gerade ein paar Leute hier umgebracht. Kurzerhand. Bin ich immer noch am Töten? Boah, was bringe ich denn da gerade alles um? Naja, für die Leute, die helfen wollen, die sollten das besser lassen. Was können wir jetzt hier noch machen? Control Person can be made to use objects. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, wenn wir das machen. Was ist das denn? Fuel all the nearby flames. Ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Das machen wir jetzt auch nochmal voll. Okay. Denn normalerweise müssten wir dann doch jetzt auch diesen Dude hier benutzen können, um eine Tür zu öffnen, oder? Da müssen wir den gar nicht töten, weil ich meine, der hat die Schlüssel. Dann kann er doch auch verschlossene Türen benutzen, oder nicht? Das verstehe ich nicht ganz. Da muss ich ehrlich zugeben, das verstehe ich nicht ganz. Aber ich weiß, was wir mit dem machen können. Wir können den weiter weglocken. Und da bringe ich den dann irgendwie um. Zum Beispiel, wenn wir den jetzt hier hinlocken. Ich hätte näher in der Nähe stehen sollen. Weil das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Are you all right, son? Jetzt rennt er weg. Verdammt, 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 verdammt. Ich würde dem halt das hier am liebsten Hello. Einfach gegen ihn drücken. Kollege, wo willst du denn hin? Komm mal hier hin. Komm schon. Oh Gott, jetzt macht er First Aid. Und ich komme mit dem Teil halt einfach nicht weiter weg. Das ist ein Problem. Jetzt macht er First Aid. Warum bringt das den nicht um? Young man. Es hätte jetzt nicht ganz so geklappt, wie ich das erwartet habe. Gas Tank Breakable. Kann man die immer noch breaken? I want to break free. Wo kann ich denn am ehesten noch irgendwie wen düchten? Hallo. Ah! Hallo. Du bist jetzt im Internet. Ja. Ist das nicht schön? Ja. Ne, du warst noch nie mit mir im Internet. Haben wir mit dem hier irgendwie noch was Tolles? Waiting for his doctor's appointment. Na gut, juckt mich auch erstmal nicht. Dieser Typ, warum ist der hier? A guy waiting for his lab results. He is carrying some sort of pill bottle with him. Old people and their weak hearts. Tut mir beinahe leid, dass dir so schlecht geht. Ist halt alles brennbar, aber ich habe auch jetzt nicht genug Power mehr, ne? Naja. Was können wir mit dir denn noch machen, Mensch? Das wird dich umbringen. Wie machen wir das? Naja, aber ich würde sagen, das machen wir auch erst in der nächsten Folge. Das heißt, ihr seid wieder auf der schönen Outro-Card, wo ihr zum nächsten Part kommt, zur Playlist und auch zu Lucius 1, wenn ihr das mal sehen wollt. Oben könnt ihr ein Brain Chacho werden, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn eben eine neue Folge kommt. Und heute haben wir auf jeden Fall schon mal ein wenig etwas geschafft. Ich bin stolz auf uns. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin der Dekomus Brain oder einfach Janik. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü.